In diesem Video zeige ich dir, wie du den Raster flexibel an den Viewport anpassen kannst. Dazu nehme ich zuerst die zwei Emoji, die ich zusätzlich eingefügt hatte, weg und ich lösche fürs Erste einmal die Regel, den Teil der Regel für den Walfisch, für den Wal, der ihn über zwei Spalten und zwei Zeilen gestreckt hat. Jetzt habe ich wieder einen 9x9 Raster. Der Raster ist im Moment so groß, wie hier durch die Zeilen und Spalten definiert wird. Zusätzlich einrechnen musst du noch den Weißraum zwischen den Spalten und zwischen den Zeilen. Also im Moment gibt es zwischen den Zeilen 10 Pixel und zwischen den Spalten 20 Pixel und die Spaltenbreite beträgt überall 40 Pixel und die Zeilenhöhe automatisch 30. Und so ergibt sich, wir könnten jetzt rechnen, faule Leute messen, 160 mal 110 Pixel. So, jetzt lösche ich zuerst einmal die Inhalte, weil es gibt hier im Zusammenhang mit der Größe des Rasters eine Beobachtung, die wir machen können. Und zwar siehst du vielleicht bereits, dass dort, wo keine Emoji mehr drin sind, der Hintergrund trotzdem noch sichtbar ist. Und das steht ein bisschen in Diskrepanz zum Verhalten von HTML-Elementen oder wie sie gerendert werden im Browser, wie wir das bisher gekannt haben. Wenn es keinen Raster gibt, dann sehe ich gar nichts, keine Hintergrundfarben. Wenn es den Raster gibt, dann sehe ich sie. Und normalerweise ist es so, dass ein Element ohne Inhalt auch nicht sichtbar ist, auch wenn ich eine Hintergrundfarbe definiere. Der Browser geht davon aus, dass das Element keine Höhe hat oder er gibt dem Element keine Höhe und dann ist auch nichts zu sehen. Aber wenn es in einem Raster drin, in einer Zelle drin ist und die Zelle hat eine Höhe, die hier mit diesen Werten hier, mit diesen Regeln hier definiert ist, dann werden die Inhalte aufgespannt auf die ganze Zelle oder auf den ganzen Bereich im Raster, so wie du das definierst. Und dann ist noch etwas, was du vielleicht berücksichtigen musst. Der eigentliche Raster, der hat eigentlich einen größeren Umfang als das, was hier sichtbar ist. Wenn ich schwarz als Hintergrundfarbe definiere, siehst du, dass der Raster den Viewport ausfüllt. Aber sichtbar oder besetzt vom Raster im Viewport wird eigentlich nur der Bereich, für den du hier Spalten definierst, beziehungsweise die Inhalte des Rasters werden in diesem Bereich angeordnet und nicht im übrigen Bereich, der hier für den Raster freigehalten wird vom Browser. Also dieses Verhalten kennst du eigentlich auch, hast du auch schon gesehen, dass etwas so breit wird wie der Viewport. Und das ist insofern wichtig zu verstehen, weil wenn ich jetzt hier einen anderen Wert einsetze als diese 40 Pixel, dann kann die Spalte hier, die äußerste Spalte, so breit werden und diesen ganzen verbleibenden Platz ausfüllen. Es gibt einen Wert, der heißt FR, das steht für Fraction. Und wenn ich hier eine Zahl hineinschreibe, dann wird die letzte Spalte so breit wie der ganze Platz, der zur Verfügung steht. Also FR teilt den übrigen Platz auf, so dass eine Spalte so breit werden kann, dass sie den ausfüllt. Und wenn ich das auch für die erste Spalte eingebe, dann habe ich jetzt zwei Spalten, die einfach so breit sind, wie sie können. Und die
zweite Spalte, die ist so breit, wie ich das hier in Pixeln definiere. Und wenn ich den Viewport hier verändere, dann siehst du, dass die zweite Spalte 40 Pixel breit bleibt, aber die erste und die dritte Spalte, deren Breite passt sich dem Viewport an. Und wenn du zum Beispiel 2FR und 1FR schreibst, dann wird dieser verbleibende Platz so verteilt, dass das Verhältnis stimmt. Also 2 heißt doppelt so viel wie 1. Dann ist es hier auf der linken Seite, wenn ich das ausmesse mit dem Bildschirmfototool. 800 Pixel breit und das müsste dann 400 Pixel sein. Genau. Also diese FR-Werte, die sind nützlich, um eine Art Verhältnis herzustellen. 2 zu 3 zu 1 zum Beispiel. Oder 2 zu 1 zu 1. Also links doppelt so breit wie die zweite und die dritte Spalte. Und das gleiche Prinzip kann ich jetzt auf die Zeilen anwenden. Aber hier muss ich aufpassen. Also wenn ich hier Template anstatt Auto schreibe und eine definierte Zahl angebe, also wir haben zum Beispiel gesehen 100 Pixel, 100 Pixel, 100 Pixel, dann kriege ich drei Zeilen, die je 100 Pixel hoch sind. Aber wenn ich das jetzt auf diese FR-Werte setze, 1FR, 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 dann geht es nicht so gut auf. Jetzt mit der Höhe ist es eben nicht das gleiche wie mit der Breite. Der Browser weiß, wie groß der Viewport, wie breit der Viewport ist und dehnt den Raster auf die ganze Breite aus, aber bei der Höhe hapert es. Wenn ich diese FR-Werte für die Zeilen benutzen möchte, dann muss ich eine Höhe für den Raster definieren, sonst geht das nicht. Dazu schreibe ich hier oben Height und jetzt zum Beispiel 300 Pixel. Und jetzt habe ich einen Raster, der 300 Pixel hoch ist. Auch das kann ich hier abmessen. Jetzt habe ich aus Versehen ein Bildschirmfoto gemacht. Das wollte ich nicht. Und diese 300 Pixel werden hier durch 3 geteilt. Und auch hier könnte ich sagen, im Verhältnis 2 zu 1 zu 1 oder im Verhältnis 4 zu 1 zu 1 meinetwegen. Aber das ist nicht flexibel, das sind jetzt einfach 300 Pixel. Es gibt aber einen Wert, den ich hier einsetzen kann, um den Raster so groß zu machen wie der Viewport. Und auch hier brauche ich eine Einheit, die du wahrscheinlich noch nicht kennst. Das ist die Viewport-Einheit. Die schreibt sich mit einem V und dann für die Höhe ein H, Viewport Height. Und 100 bedeutet die gesamte. Also wenn ich hier zum Beispiel 50 schreiben würde, wäre es die Hälfte des Viewports. Und du siehst, wenn ich hier das Fenster vergrößere und verkleinere, dann wächst dieser Wert proportional. Und 100 ist einfach das Ganze. Und jetzt füllt der Raster den ganzen Viewport auf. Und die Zeilen, 3 Zeilen habe ich hier definiert im Verhältnis 4 zu 1 zu 1. Auch das wächst jetzt proportional. Wenn ich hier auf 1 zurückgehe, verhält sich dieser Raster flexibel zum Viewport. Und auch jetzt kann ich natürlich das blaue Element, wo der Wal drin war vorher, mit Grid Row zum Beispiel über 2 Zeilen spannen. Und mit Grid
Kolumn über zwei Spalten. Ich muss dabei einfach berücksichtigen, dass hier ursprünglich 9 Elemente waren und sehen tue ich jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 3 hat es mir aus dem sichtbaren Bereich herausgeschoben und die sind jetzt irgendwo hier unten nicht mehr sichtbar, weil ich den Raster so eingestellt habe, dass er eine Höhe hat, die so hoch ist wie der Viewport. Und dass 3 voreingestellte Zeilen auf diese Höhe verteilt werden. Also das sind Dinge, die hier schief laufen können, wenn ich solche fixen Templates definiere. Das musst du allenfalls berücksichtigen. Beziehungsweise du musst es einfach so einrichten, dass es aufgeht und hier nicht mehr Elemente benutzen, als du effektiv sehen willst. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann geht's auf.